Entschuldigen Sie bitte, dass ich einmal kurz unterbreche. Wissen Sie, welches Orchester das ist? Ja? Das ist gar kein Orchester. Das sind drei elektronische Orgeln mit Rhythmusgruppe. Wenn Ihnen jetzt die Sache wunderlich vorkommt, dann sind Sie der Lösung schon ziemlich nahe. Ich heiße nämlich Klaus Wunderlich und was Sie soeben hören, ist mein neuer Sound. Mein New Pop Organ Sound. Früher spielte ich ausschließlich auf Orgeln der Marke Hammond. Das klang dann so. Und später dann auch so. Seit 1972 besitze ich ein eigenes Tonstudio und produziere alle meine Aufnahmen selbst. Auch auf dem Orgelmarkt hat sich in letzter Zeit allerhand getan. Es gibt inzwischen etwa 100 Orgelfabrikate. Die gute alte Hammond, seit 1935 führend gewesen, hat Konkurrenz gekriegt. Und das auch hier bei mir im Studio. Rechts und links neben der H100 von Hammond stehen noch zwei weitere Spitzenfabrikate. Eine Lauri H25-3 und eine Versi 248S. Alle drei Orgeln sind grundverschieden im Klang. Das hervorstechendste Merkmal der Lauri ist das Register String Ensemble, auf Deutsch Streicher. Wenn man die Sache geschickt arrangiert und noch etwas Hall dazu gibt, klingt es wie ein großes Streichorchester. Außerdem besitzt die Lauri-Orgel viele gute Solostimmen, wie zum Beispiel Posaune. Horn. Oder Akkordeon. Auch alle möglichen Arten von Glockentönen lassen sich am besten auf der Lauri spielen. Die Versi-Orgel ist ganz anders konstruiert. Sehr gut zu gebrauchen ist ein im oberen Manual komplett eingebautes E-Piano, welches sehr viele Klangfarben hat. Die Versi-Orgel besitzt außerdem eine sehr gute Perkussion. Harfeneffekte. Und Wah-Wah. Ein besonderer Gag bei dieser Orgel ist der Slalom-Effekt. Man kann damit die ganze Orgel um eine Oktave verstimmen. Das lässt sich sehr gut für Glissando-Effekte gebrauchen. Durch diese drei Orgeln stehen mir nun unzählige elektronische Klangfarben zur Verfügung. Zusammen mit einer Rhythmusgruppe spiele ich stereophonisch von links, von rechts und von der Mitte meine drei Orgeln im neuen wunderlichen Sound. Im New Pop Organ Sound.